BI or Die Level Up 2022, dritter Tag. Wir gehen dem Finale des Tages entgegen. In unserem letzten Vortrag heute und in unserem letzten Impulsvortrag heute wird es noch einmal darum gehen, wie eigentlich nachher sich das ganze Thema BI weiterentwickelt. Und zwar haben wir zu Gast den Matthias Witziok von der Firma Evaku. Grüß dich, Matthias. Hi, grüß dich, Carsten, und auch ein herzliches Glück auf an alle ZuschauerInnen. Moin, genau. Schön, dass du da bist. Matthias, wir haben heute schon ganz viel gehört zum Thema Data Analytics, Self-Service und wie macht man eigentlich gute Dashboards, wie holt man Leute ab, wie baut man Communities auf und ganz viele Trendthemen im Grunde der BI beleuchtet. Jetzt nochmal ein weiteres Trendthema, was wir ja im Moment sehr stark sehen und sehr stark irgendwie verfolgen, ist das Thema Data Science. Und der Carsten Bange von Firma Bark hat schon gesagt, so Playtime ist over, jetzt müsst ihr auch langsam mal liefern. Gleichzeitig sehen wir und nehmen wir wahr, dass ganz viele junge Leute aus dem Studium kommen und sagen, hey, Data Scientist, Traumberuf. Gleichzeitig viele älteren Semesters, so mein Alter oder vielleicht auch ein Ticken älter, sagen, hey, wie näher ich mich dem und das ist so ein neues Thema, da habe ich Angst vor. Und jetzt kommt ihr um die Ecke und sagt, Data Science kann jeder. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich. Und ich würde sagen, the stage is yours. Perfekt. Herzlichen Dank. Mein Name ist Matthias Witziok. Ich bin Managing Consultant hier jetzt fast ein Jahr bei der Evaku in Duisburg. Und wir starten mit dem Punkt Data Science kann jeder. Und ich möchte euch einfach mal mitgeben, was es denn eigentlich wirklich braucht und woran es denn oft hapert und warum wir eigentlich wirklich davon ausgehen und sagen, ja, Data Science, das ist es. Gar nicht lang, aber ganz kurz zur Evaku. Wer sind wir? Wir sind seit 20 Jahren am Markt, sind ein Business Analytics Solution Provider. Wir machen die ganze Datenstrecke eigentlich wirklich von wirklich klassischer ETL bis hin zu eben künstlicher Intelligenz und Data Science. Haben über 35 zertifizierte Consultants, 24 Trainer, arbeiten mit unseren Herstellern sehr eng zusammen, werden von ihnen auch regelmäßig ausgezeichnet. Und haben über 400 Kunden, sind wirklich aber kein, haben Expertise in diversen Branchen, keinen wirklichen Fokus, aber auch keine Präferenz, was Größe der Firma angeht, unserer Kunden. Da sind wir wirklich komplett querbeet, alles durch. Hauptsache, Daten sind da und Lust, diese zu analysieren und daraus Einblicke zu generieren. Das soll es aber auch schon gewesen sein zur Firma. Und wir fangen mal direkt an. Woran denken eigentlich die Menschen, wenn sie Data Science und künstliche Intelligenz hören? Also wenn man wirklich mal mit den Menschen ins Gespräch kommt, mit ihnen spricht und sag mal, was denkst du, woran denkst du, wenn du Data Science oder wenn du künstliche Intelligenz hörst? Und dann kommen eigentlich immer so die Klassiker-Themen. Das sind selbstfahrende Autos, das ist Gesichtserkennung. Also sei es wirklich jetzt, wie das vor einiger Zeit in Berlin war, in dem Bahnhof, wo die Sachen erkannt werden, aber auch natürlich das Social Tracking in China zum Beispiel, das Social Scoring, wo wirklich dann die Gesichter erkannt werden und darüber dann irgendwelche Verhaltensanpassungen aufgezeichnet werden, etc. Weiteres Thema ist natürlich Alexa und Siri, also dieses ganze große Thema Sprachassistenten und da wirklich ja nicht nur dieses, okay, ich muss die Sprache verstehen, ich muss verstehen, aus dem Audiosignal wirklich das Wort extrahieren, sondern ich muss es auch in den Kontext setzen und da eben nicht nur die einzelnen Befehle abfeiern, sondern wirklich auch verstehen, was denn der Kunde will. Und tatsächlich, was wir oft hören, ist Terminator, Skynet, also wirklich dieses ganze Thema, okay, wirklich künstliche Intelligenz, wirklich das große, allumfassende Gehirn, irgendwie, wie das dahin soll. Wenn wir uns mal überlegen, was diese großen Projekte, zum Beispiel selbstfahrendes Auto, ne? Also ich fahre wirklich, ich brauche unheimlich viele Umgebungseindrücke, die ich verarbeiten muss in sehr schneller Zeit, dann ist dann die Frage, okay, was brauchen wir denn eigentlich für Ressourcen, um so ein Projekt durchzuführen? Dann kommt, okay, ja, wir brauchen Unmengen an Daten. Ne? Wir haben, viele Leute denken dann an diese ganzen Serverfarmen und sagen, ja, es ist ganz, ganz viel Daten brauchen wir und wenn ich die Krisendatenmengen nicht habe, dann kann ich ja gar nicht anfangen. Ich muss erstmal sammeln und das jahrzehntelang.
und so weiter. Das Weitere ist, wenn wir fragen, darüber hinaus, neben den Daten, dann heißt es, okay, wir brauchen ein riesiges Team. Und zwar ein Team mit extrem hoch ausgebildeten und Mitarbeitern. Das sind dann, okay, promovierte Mathematiker werden gesucht. Es werden promovierte Physiker gesucht. Es werden Programmierer gesucht, die über 10 Jahre Berufserfahrung haben, am besten 20 Jahre, und zwar im Data Science Umfeld. Wenn wir das mal zusammenfassen, dann sind es eigentlich die Raketenwissenschaftler, die gesucht werden, oder eben auch die Einhörner, also die Mitarbeitenden, die man wirklich nur sehr schwer am Markt findet. Wie kommt es, dass wir diese Ideen von Data Science haben und an die Ressourcen brauchen? Das liegt daran, wenn wir die Nachrichten schauen, dann kriegen wir solche Nachrichten ausgespielt. Also wieder hier selbstfahrendes Auto. Ja, okay, wir benutzen 200 Petabyte an Daten. Petabyte, ich muss das auch nachschlagen, ein Petabyte sind 1000 Terabyte, also 200.000 Terabyte an Daten. Und das ist das Geheimnis hinter selbst- oder autonom fahrenden Fahrzeug. Es sind aber auch, wenn ich mein Handicap beim Golfen reduzieren will, 35 Milliarden Datenpunkte. Eine österreichische Firma, die über 600.000 Einträge für die Gesichtserkennung speichert, jedes Jahr. Das sind also wirklich sehr, sehr viele Daten. Und das ist das, was wir über die Nachrichten, über die News zurückgespielt bekommen. Und daher kommt es, so viel Daten würde ich brauchen. Dann, was viele denken, was man benötigt, was die Mitarbeitenden benötigen. Wenn wir an die Hochschulbildung denken, kommt halt, wie gesagt, Mathematikstudium, Physikstudium, Statistikstudium, Informatikstudium, also wirklich eins von diesen Disziplinen. Dann, welche Konzepte soll der Mensch denn eigentlich verstehen und verstanden haben, verinnerlicht haben, mitnehmen? Naja, das sind dann eben die Deep Learning, bayesianische Statistik, mathematische Optimierungen. Das sind alles Felder, in denen er sich auskennen soll. Darüber hinaus ist es dann die Frage, okay, für welche Programmiersprachen soll er denn beherrschen oder soll denn beherrscht werden? Naja, und da sehen wir schon ganz, ganz viele, die Klassiker Python und R, aber auch C++, SQL, SAS, Java, C-Sharp und. Aber das reicht ja nicht, sondern nur die Programmiersprache zu beherrschen. Da geht es ja auch darum, welche Bibliotheken muss ich verstehen und muss ich beherrschen können. Und das wird dann immer mehr, immer tiefergehendes Spezialwissen, was ich eigentlich haben muss. Ich muss also Spezialist in allgemeinen Themen sein und das komplett durch die Bank durch. Ich muss auch alle möglichen Algorithmen kennen. Und ich muss die nicht nur kennen vom Namen her, ich muss auch die Mathematik dahinter verstehen. Ich muss verstehen, wann ich welchen Algorithmus auswähle, wer hat welche Schwächen, welche Stärken, wie muss ich ihn trimmen, tunen, damit er was Vernünftiges mir rausgibt. Und ich habe darüber hinaus auch noch weitere Überlegungen, die ich da ziehen muss und wo ich weiß, okay, alles klar, weitere Felder mittlerweile wie Data Engineering können oder Feature Engineering können. Ich muss mich natürlich auf den gängigen Plattformen wie AWS, Snowflake, GCP etc. auskennen und das auch nicht nur oberflächlich. Diese Sachen habe ich mir tatsächlich gar nicht ausgedacht, sondern ich habe mal einfach bei Indeed und StepStone nach Data Scientist gesucht und mal die ersten 5 Anzeigen genommen und mal darüber gelegt, was denn immer wieder genannt wird. Und tatsächlich, das ist dabei rumgekommen. Also sehr, sehr viel. Aber jetzt lasst uns doch nochmal zurückgehen. Was ist denn eigentlich das Ziel? Ja, das Ziel ist doch, wir wollen Entscheidungen rational treffen. Und rational im Sinne von datenbasiert, auf Daten fußend. Ja, wir wollen eben keine reinen Bauchentscheidungen mehr treffen, sondern wir wollen uns Gedanken machen, wie die Zusammenhänge sind, ja, damit wir da in dem Sinne bessere Entscheidungen treffen. Das ist ja Kern dieses ganzen Business Intelligence und Artificial Intelligence Thema. Was brauchen wir dafür? Also was sind die Disziplinen, die wir schaffen müssen, damit wir rationalere Entscheidungen treffen? Das sind einmal komplexe Prozesse, die wir analysieren müssen. Ja, natürlich, das
das Business ist auch manchmal nicht immer geradlinig, sondern es sind einfach komplexe Prozesse und die müssen wir analysieren, damit wir sie verstehen und wissen, welche Entscheidung welche Auswirkungen hat. Darüber hinaus müssen wir sehen, die Treiber dieser Zielvariable identifizieren. Also was treibt meine Entscheidung? Welche Faktoren beeinflussen meine Entscheidung? Auf welcher Basis, von welchen Eigenschaften muss ich eigentlich meine Entscheidung wie anpassen? Weiterer wichtiger Punkt ist, wir müssen die zukünftigen Entwicklungen prognostizieren. Ja, ich will ja nicht nur wissen, was habe ich in der Vergangenheit gekauft oder verkauft, sondern ich muss ja wissen, was werde ich in zumindest naher Zukunft wahrscheinlich verkaufen, weil ich darauf zum Beispiel meine Entscheidung basieren möchte. Letzter Teil ist, rationale Entscheidungen sind zum Beispiel auch dadurch gegeben, indem wir sie automatisiert treffen oder zumindest teilautomatisiert treffen. Indem wir also versuchen, diese Bauchentscheidung immer weiter zurückzunehmen und da immer weitere Eigenschaften einbringen. Aber jetzt lass uns doch nochmal zurückdenken. Selbstfahrendes Auto und jetzt wirklich mal sagen, wie viele Entscheidungen im täglichen Business wirklich in der Komplexitätsstufe einer Notbremsung auf der Autobahn getroffen werden. Ja, also ich fahre jetzt mit meinem Wagen auf der Autobahn 130, ganz entspannt und das System muss jetzt natürlich in Sekundenbruchteilen, wenn vorne die Bremslichter aufleuchten oder ein Gegenstand auf die Fahrbahn kommt, entscheiden, ist das eine Vollbremsung, ist das eine Notbremsung oder kann ich jetzt die Geschwindigkeit verringern, kann ich zum Beispiel ausweichen oder wie muss ich damit umgehen oder ist es vielleicht nur eine Irritation? Ja, das heißt, diese Entscheidung ist sehr, sehr komplex und die muss ich in Sekundenbruchteilen treffen. Und ja, das ist schwierig. Aber ich sage, nicht alle Entscheidungen, die ich wirklich im täglichen Business treffe, haben diese Komplexitätsstufe. Denn lass uns doch mal überlegen, wie sehen denn Entscheidungen aus? Also wir haben jetzt mal versucht, das so ein bisschen grafisch darzustellen. Ja? Wir haben auf der Y-Achse gesagt, okay, die Komplexität. Je höher da die Entscheidung, der Punkt ist die Entscheidung, je höher da die Entscheidung an der Stelle, desto komplexer ist sie. Komplexer heißt jetzt in dem Fall auch nicht nur ganz viele Variablen, die ich zu berücksichtigen habe, sondern das können auch zum Beispiel mehrstufige Entscheidungen sein. Also wo die Einflüsse untereinander zwischen den einzelnen Steps nicht mehr so ganz klar sind und wo ich mir nicht einen hundertprozentigen Einfluss sicher sein kann, sondern wo ich sage, okay, da gibt es einfach wirklich viele Stufen, die durchgegangen werden. Auf der X-Achse haben wir gesagt, dann nehmen wir jetzt mal die Häufigkeit. Also wie häufig treffe ich denn diese Entscheidung? Und es gibt Entscheidungen, die treffe ich nur einmal, vielleicht alle paar Jahre. Eine große Strategieentscheidung. Wohin soll das Unternehmen sich entwickeln? Ja, das ist eine Entscheidung, die wir nicht täglich oder mehrmals täglich treffen, aber zugegebenermaßen eine sehr komplexe Entscheidung. Wenn wir jetzt nochmal überlegen, wie wollen wir das denn eigentlich zurückführen auf dieses Entscheiden, wie entscheiden wir rational zurückführen, dann haben wir unten rechts so ein bisschen den Wunsch, okay, das sind Entscheidungen, geringe Komplexität, die sehr, sehr häufig getroffen werden, durchaus mehrmals am Tag. Und wir reden hier nicht, wenn wir Entscheidungen treffen, dann reden wir immer von der gesamten Unternehmung, ja, von der gesamten Firma. Wir reden jetzt nicht nur von der Geschäftsführung, nicht nur vom C-Level, nicht nur vom Vorstand, sondern jeder Mitarbeiter, jede Entscheidung, die immer wieder im Unternehmen getroffen wird. Und dann haben wir den Wunsch, dass natürlich, oder die Erwartung auch, dass Entscheidungen, geringe Komplexitätsstufe, die aber sehr, sehr häufig getroffen werden, am liebsten vollautomatisiert getroffen werden. Wenn wir jetzt uns aber weiter nach links oben bewegen, dann sehen wir, okay, das sind dann wirklich diese strategischen Entscheidungen. Ja, kaufe ich Firma XY und nehme sie in mein Portfolio auf? Naja, da will ich ja, die Entscheidung will ich ja nicht automatisiert treffen lassen, sondern hier geht es vielmehr darum, dass ich Entscheidungsunterstützung anbiete. Ich möchte eben eine Treiberanalyse machen. Ich möchte Szenarien aufbauen. Was passiert denn, wenn ich diese Firma kaufe und wenn sich das Marktumfeld so oder so oder so oder so entwickelt? Ja, das heißt, wir wollen da mal versuchen herauszufinden, unter welchen Parametern denn wie die Entscheidung wirklich nachher im Ergebnis beeinflusst wird. Das heißt, wir haben da so einen Drift. Und wenn wir jetzt uns das überlegen, das sind alle Entscheidungen und wir wollen das jetzt rationalisieren, dann ist es ganz häufig so, okay, da brauchen wir die Experten dafür. Da brauchen wir die Einhörner, die Raketenwissenschaftler dafür.
die promovierten Mathematiker, die in 5 verschiedenen Programmiersprachen und 25 Bibliotheken über 10 Jahre Erfahrung haben, am besten diese mitgeschrieben haben und entwickelt haben. Aber lasst uns doch nochmal wirklich einen Schritt zurückgehen. Lasst uns mal überlegen, was braucht man denn tatsächlich? Was brauchen denn die Mitarbeitenden? Ich sage, sie brauchen Neugier. Das ist das Zentralste, der zentralste Punkt. Die Mitarbeitenden müssen neugierig sein, Dinge neu zu lernen, Dinge in Erfahrung zu bringen, Zusammenhänge zu erkennen, wirklich, wirklich richtig neugierig sein, gierig auf etwas Neues. Sie müssen kritisches Hinterfragen machen. Und wie oft ist es so, dass wir in ein Unternehmen kommen und es heißt, warum macht ihr das so? Na, das haben wir immer schon so gemacht. Das machen wir seit 100 Jahren so. Ja, vor 100 Jahren sind wir auch noch gefühlt mit Pferdekutschen auf der Straße gewesen. Jetzt versuchen wir, das Auto abzuschaffen. Ja, das heißt, wir müssen uns anpassen und nur weil etwas schon lange da ist, ja, das müssen wir halt einfach kritisch hinterfragen können. Nur weil jemand sagt, es ist XY ist so oder weil ich das glaube, möchte ich denen auf den Grund gehen, möchte ich das kritisch hinterfragen, möchte ich da wirklich eine Grundlage aufbauen. Dann, das ist so, wir brauchen eine grundlegende Datenkompetenz, Data Literacy. Das heißt jetzt nicht, dass eben ich, wer weiß, wie tief diese ganzen Geschichten haben muss und so tief drin sein. Und ich muss kein großer ETL-Entwickler sein. Es geht aber darum, dass ich verstehe, was sind Daten und Spalten und wie hängen die zusammen und wo gibt es vielleicht, könnte es Probleme geben und ne, wie kann ich so einigermaßen damit umgehen. Aber ich sage mal, jemand, der im Self-Service BI macht, hat ja Datenkompetenz oder sollte sie haben, sonst wird es ja keine vernünftige BI. Also das heißt, eine grundlegende Datenkompetenz, ein gewisses Verständnis dafür, ja. Was oft vergessen wird, ist Business Know-how. Also keine Firma gleicht der anderen. Ja, es gibt natürlich, man kann die clustern, es gibt gleiche Branchen, ähnliche Regionen, Schwierigkeiten etc. Aber grundsätzlich muss ich verstehen, wie diese Firma, dieses Geschäftsumfeld einigermaßen funktioniert. Ja, ich muss ein Gefühl dafür haben. Ich muss wissen, okay, so und so ist das. Oder wenn ich die Preise erhöhe, da sind die preissensitiv oder eben nicht so preissensitiv. Hier sind eher Qualitätsmerkmale statt Menge gefragt etc. etc. Das heißt, ich muss mich mit der Firma, was die Firma macht, egal ob Produzent oder Dienstleistungsgewerbe, ich muss da mich einigermaßen auskennen. Dann brauche ich ein geeignetes Tool zur Unterstützung. Ja, ich kann jetzt nicht mit einem Zettel und einem Stift losgehen und sagen, jetzt mache ich Data Science, sondern ich brauche einfach informatische Tools, die mich da unterstützen und kann dann weitermachen, gerade wenn ich einen starken Partner an meiner Seite habe. Ein Partner, der mich coacht, der im Zweifel da ist, wenn ich eine Expertenlösung brauche, wenn ich vielleicht an einer Stelle nicht mehr weiterkomme, wenn ich Automatisierungen einbaue, in denen ich mich nicht allzu wohl fühle. Da brauche ich jemanden an meiner Seite, der mir hilft, der mich unterstützt, der mir vielleicht auch Datenkompetenz beibringt oder mich da eben weiterbildet. Das Wichtigste ist, ich brauche dieses Umfeld bietende Unternehmen. Also ich brauche ein Unternehmen, da muss ich dann arbeiten, dass mir das schafft, dass auch wirklich davon überzeugt ist, dass diese Projekte, BI, AI-Projekte, einen wirklichen Mehrwert bringen und dass die Ergebnisse einfach auch akzeptiert werden und nicht gesagt wird, okay, wunderbar, wir rechnen hier was, wir machen was, wir machen tolle Präsentationen, wir gehen gut rein, sagen wunderbare, was die Treiber sind, aber dann wird doch eine Bauchentscheidung gemacht. Also diese Ergebnisse müssen auch Berücksichtigung finden und da muss auch nachgehandelt werden. Denn auch nur so entsteht Motivation, da weiterzumachen. Wenn wir das jetzt nochmal auf unser Entscheidungsdiagramm anwenden, dann bedeutet das, dass wir eigentlich in der Komplexität das abtrennen können und sagen können, okay, dieser untere Part, die leicht komplexen bis mittelschweren komplexen Entscheidungen, die können durchaus von einem Citizen Data Scientisten getroffen werden und analysiert werden. Citizen Data Scientist ist
ein Begriff, den Gartner geprägt hat. Das bedeutet eben genau das. Wir haben im Fachbereich, im Unternehmen jemanden, der nicht diese ganz tiefe Ausbildung hat, sondern der eben mit den geeigneten Tools, mit den geeigneten Datenkompetenzen, mit ein bisschen Know-how an der Stelle das übernehmen kann. Und dann fällt es auch weg. Dann habe ich nämlich, kann ich eine Community-Bildung machen. Ja, ich kann also wirklich im Unternehmen an diversen dezentralen Stellen Leute sitzen haben, die sich genau darum kennen. Die kennen sich in ihren Daten aus, die kennen sich in ihrem Geschäftsfeld aus. Die können an der Stelle mit den geeigneten Tools, mit der geeigneten Unterstützung eben diese Entscheidungen vorbereiten, durchführen, analysieren etc. Dann die große Frage, was ist eigentlich mit dem ganzen Rest? Also mit dieser ganzen Ausbildung, brauche ich die denn nicht? Da würde ich ganz ehrlich sagen, ja, klar, aber das kommt mit der Zeit. Ja? Je weiter und je länger ich mich da in diesem Umfeld bewege, desto besser werde ich und ich lerne und ich werde da auch stärker. Und das ist der Punkt, weshalb ich sage, Data Science kann jeder. Matthias, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich glaube, ich habe den Antritt verstanden und ich finde, ich habe selber so ein bisschen reflektiert. Ich habe im Vorfeld erzählt, selber mal so ein Data Science Projekt gemacht zu haben, beziehungsweise sowas, wie man so eine Vorstufe eines Data Science Projektes, aber halt mal so die Idee, nicht mit der Heckwasserbetrachtung unterwegs zu sein, ne? Und zu sagen, hey, ich stehe hier irgendwie auf der Brücke von einem Tanker, fahr durchs Polarmeer 50 Meter Sicht und ich habe keine Ahnung, was vor mir passiert, weil das Radar ausgefallen ist. Ich weiß, da sind irgendwo Eisberge, aber wo sind sie? Dann nützt mir mein Reporting nichts. Ja, und nützt mir die Tatsache nichts, dass ich den Weg schon gefahren bin. Ich weiß, dass hinter mir nichts passiert ist, aber was passiert nach vorne? Wie kriege ich mein Radar wieder zum Laufen? Und wie kriege ich es möglichst zuverlässig ausgerichtet? Und wenn man so ein Projekt macht, ich habe dann gedacht, so, oh, das wäre jetzt aber für mich als Anfänger, gerade so mit den Tools und mit ähnlichen Dingen, schon relativ komplex und anspruchsvoll gewesen. Und ich finde es ganz gut, weil du hast die Kurve gekriegt. Weil was ist passiert? Neugier, Datenkompetenz, Business, alles verstanden. An dem Punkt Tools wäre ich gescheitert, ehrlich gesagt. Also ich glaube, da wäre mir die Hemmschwelle dann zum Programmieren zu groß gewesen. Ne? Also R, Python, MATLAB, wie sie alle heißen, dann in dem Science-Umfeld, die Anwendung. Aber ganz ehrlich, Carsten, wer sagt denn, dass Python, R und MATLAB die richtigen Tools sind? Ja, gar keiner. Das ist jetzt so Klischee-Denken in Data Science. Und ich fand zwei Aspekte ganz wertvoll, nämlich zu sagen, das war auch schon ein relativ komplexer Case am Ende des Tages. Aber ich fand zwei Aspekte wertvoll, nämlich Science-Projekte fangen nicht bei hoher Komplexität an. Das heißt, Science-Projekte können auch relativ einfache Dinge sein. Ja, ich stelle eine These auf, wie entwickelt sich mein Ergebnis oder wie auch immer unter bestimmten Bedingungen. Ich gucke mir an, wie ist dann der Ist-Verlauf, ja, wie entwickelt sich das Ist im Vergleich zur These und dann muss ich adaptieren. Ich muss immer wieder anpassen, immer wieder mein Radar erweitern, immer wieder professionalisieren und ich glaube, das ist ganz deutlich hervorgekommen. Und einen zweiten Aspekt, da kannst du ja vielleicht noch mal ein, zwei Ansätze zum Besten geben, das Coaching. Ja, sind wir selber ja großer Freund von. Auch wir gehen ja nicht in die Unternehmen, um denen jetzt ihr Reporting zu basteln und fertig zu machen, sondern wir gehen ja in die Unternehmen, um denen zu sagen, hey, so hilfst du dir selbst. Und wir glauben nicht an diese monatelangen, jahrelangen Projekte, wo man im Grunde die verlängerte Werkbank des Kunden darstellt, sondern am Ende muss es Hilfe zur Selbsthilfe sein. Sag doch mal, wie so ein klassischer Beratungsansatz da aussieht oder so ein Coaching-Ansatz da aussehen könnte. Man setzt sich zusammen hin und überlegt mal, welche Anknüpfungspunkte habe ich eigentlich? Ja, und gerade wenn ich schon eine BI stehen habe, ja, dann kann ich einfach überlegen, okay, was sind denn die für euch wichtigen Kennzahlen? Und die kann ich ja eben genau nutzen, weil warum brauchst du sie? Und dann ist halt meistens dieser Punkt, ja, ich muss damit wissen, weil mit meinem Bauchgefühl und diesen Zahlen weiß ich dann oder kann ich dann voraussagen, wie ungefähr die Nachfrage sein wird. Das ist ja ein Klassiker. Oder ich kann dir sagen, ne, Customer Churn. Ich kann dir dann ungefähr sagen, ja, bei dem Kunden, da wird es langsam ein bisschen hakelig, da muss ich vielleicht was machen. Das sagt mir meine Erfahrung, meine jahrelange Erfahrung. Und ich gucke dann vielleicht die drei, vier Kennzahlen.
Wenn wir diesen Ansatzpunkt haben, dann können wir daraus das entwickeln und können gemeinsam eben schauen, okay, wie sieht ein geeignetes Ziel aus? Bleiben wir mal beim Customer Churn. Okay, Customer Churn heißt bei dir jetzt, der Kunde kauft nicht in 3 Monaten. In den nächsten 3 Monaten kauft er nicht. Das ist jetzt, als Beispiel wäre jetzt die Definition. Dann überlegen wir, okay, welche Daten dazu passen denn? Und dann gucken wir das uns zusammen an und dann können wir, wie gesagt, dann müssen wir oftmals gar nicht an die Quelle gehen. Wir müssen gar nicht ans SAP-System rangehen, denn ich habe ja schon bereits eine BI-Anwendung. Und dann können wir eben gemeinsam gucken, die Daten runterladen, in ein geeignetes Tool packen und können halt eben schauen, was dabei herumkommt. Und nehmen dann den Anwender eben mit und wir sagen nicht, gib mir die Daten und ich sage dir nachher, wie das Ergebnis ist, sondern wir gehen zusammen hin und spielen die Sachen zusammen ein, gucken gemeinsam, was dabei rumkommt und erklären dann auch, was die teilweise, sage ich auch zu Recht, komplex aussehenden Diagramme, Grafiken, Formeln oder so eigentlich aussagen und worauf man denn da achten muss und was passiert denn, wenn ich hoch oder wenn ich runter gehe oder warum ist denn jetzt Algorithmus A besser als Algorithmus B für dieses Problem? Mhm. Ja? Wir selber nutzen an der Stelle DataRobot als Tool, aber das ist halt jetzt, wovon wir überzeugt sind. Ne? Wenn ich jetzt so ein Use Case habe und ich habe da jetzt mal rumgespielt, wie hole ich dann die Empfänger ab? Also wie gehst du dann hin und sagst, hey, das ist jetzt der Grund, weswegen du weiter investieren solltest und weswegen das jetzt ein Use Case ist, den du auch organisatorisch vielleicht verankern solltest? Das sind 2 Sachen. Also erstens hat das natürlich sehr viel mit Erwartungshaltung zu tun. Oftmals ist es so, wir gehen rein und sagen, okay, wir machen jetzt KI und dann ist die Erwartung, dass wir zu 100% genau sind. Also da muss man mit der Erwartung einfach umgehen. Ein erfolgreiches KI-Projekt ist es vor allem dann, wenn ich besser bin als der Status quo, wenn ich mich verbessere. Und wenn ich aktuell, ich sag mal, eine 40% Genauigkeit habe und dann eine 50% Genauigkeit schaffe, bin ich besser geworden. Ne? Wir sagen, klar, der Anspruch sollte mehr sein, aber grundsätzlich ist es, dass wir uns verbessern. Also das heißt, das Erste ist wirklich Erwartungshaltung. Der zweite Punkt ist, die Ergebnisse spiele ich am besten aus in dem System, was der Kunde kennt. Ich spiele es zum Beispiel zurück ins BI-System und zeige dann in der gewohnten Umgebung eben die Treiberanalyse an, zeige den Forecast an, zeige mit den bekannten Methoden, wie ich in der Vergangenheit oder wie der Algorithmus in der Vergangenheit entschieden hätte und wie es dann gekommen ist und kann dadurch eben Akzeptanz und ganz, ganz wichtig, Transparenz, ne, schafft die Akzeptanz. Durch diese Transparenzgeschichte und Offensive nehmen wir den Kunden von vornherein mit und sagen, pass auf, okay, ist alles wunderbar, jetzt das ist hier der Treiber und deswegen ist innerhalb dieses, deswegen sind die Bestellungen, wir haben ja beim Kunden, beim Customer Churn, die Bestellungen, wenn er das und das gemacht hat, das treibt ihn dahin, dass er eben bleibt und eben nicht churnt. Ja? Mhm. Und zeigen das transparent auf. Ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig. Also Transparenz und eben von vornherein mitnehmen. Nur so kann, also meiner Meinung nach, funktionieren. Was sind so die schönsten Momente gewesen, die du in solchen Kontexten erlebt hast? Also so, wo du wirklich sagst, so wow, hier hat's wirklich was bewegt. Da kannst du da irgendwie 1-2 Beispiele erzählen oder so ein, zwei Dinge wiedergeben, die mit wenig Aufwand großen Impact erzeugt haben? Ja, es ist halt immer dann, wenn man diesen, es ist immer dieser Effekt, immer dieser Moment, wenn man das erste Mal eigentlich anguckt, wie es bei den vergangenen Daten, also ne, in dem Validation Set, eigentlich dann funktioniert hat und wie nah man da dran war, wie nah man da dran ist. Also wir waren letztens in der Hochschule Rhein-Waal und haben mit Studierenden das gemacht, Erstsemestern. Ja, denn die haben Zugang bekommen und da haben wir uns einen Datensatz rausgesucht, Gebrauchtwagenverkäufe in England von 2020. Und haben dann in 3,5 Stunden eine fertige Applikation gebastelt, wo die Studierenden selber ihre Datenparameter, ihre Autoparameter eingeben konnten, wie Marke, Modell, Laufleistung, ne? Also das, die Klassiker, die man sich so vorstellen kann.
und dann nachher einfach einen Preis rausbekommen haben und sagen können, ja, alles klar, nee, das passt einigermaßen. Und das war halt total toll, ja, wenn du dann bei den Menschen dann einfach siehst, wenn es so Klick macht und gemerkt wird, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht die Mathematik im Einzelnen da verstanden und brauche ich vielleicht eben auch gar nicht, sondern ich habe einen Zugang gefunden, ich habe etwas gesehen und konnte damit direkt umgehen. Mhm. Finde ich einen coolen Case. Lass uns nochmal bei den jungen Leuten bleiben. Na, ich bin ja nun, ja gut, mit 42 dann langsam auf den Weg zum alten Sack, ne, und zum alten weißen Mann. Darf ich mir ja manchmal von Andreas dann auch anhören, ist auch in Ordnung. Und wenn ich dann so die jungen Leute sehe, ne, glaubst du, dass die da völlig andere Herangehensweisen und auch eine völlig andere Offenheit mitbringen? Wie nimmst du das wahr? Also so als Beispiel, wir hatten vor einiger Zeit in einem unserer BI-or-Die-Formate den Georg Olofsson zu Gast. Weiß nicht, ob du den Talk gesehen hast, aber da ging es auch um Science, da ging es auch um künstliche Intelligenz und vor allen Dingen um die Ethik dahinter, komme ich gleich auch nochmal drauf. Das war extrem spannend, weil der war so mit seinen jungen Jahren so unfassbar klar in dem, was da eben dranhängt und was das für ihn bedeutet und auch wie Science funktioniert. Nimmst du da generationsmäßig irgendwie Unterschiede wahr? Ich glaube, einfach weniger Berührungsängste. Mhm. Ne? Also ich glaube, je älter man wird, desto mehr Gedanken macht man sich vorher, wie das alles gehen müsste. Ja, wenn man jünger, das ist ja alles tendenziell, aber je tendenziell jünger ich bin, desto eher probiere ich einfach mal aus. Mhm. Ja, also wenn ich heute eine App aufmache auf dem Handy, dann probiere ich ja auch aus. Ich lese mir ja nicht die Gebrauchsanweisung durch, wie jetzt, ich weiß nicht, XY funktioniert, sondern ich probiere es einfach mal aus und lerne dadurch. Und diese Bereitschaft, die sehe ich, und die sehen wir halt auch wirklich auch in BI-Projekten, aber auch eben in Data Science-Projekten. Spannend. Ja, also ich teile den Eindruck komplett und ich habe selber mal das Experiment gemacht, dass ich gesagt habe, Mensch, was glaubt ihr, was die fünf wichtigsten Themen irgendwie sind in Business Intelligence im Moment? Und ja, da habe ich so ein bisschen in leere Augen geguckt. Es waren in dem Moment dann tatsächlich Damen und Herren etwas älteren Semesters und irgendwann sagte ich so, ja, wie würdet ihr denn da jetzt rangehen? Und dann guckte ich nochmal in leere, traurige Augen. Und der Praktikant zuckte einmal mit der Schulter und sagte nur so, Google. Ne? Also so diese Herangehensweise und dieses Denken, so diese Machen-Mentalität. Ne? Und ich komme schon zu einer Lösung und ich finde da einen Ansatz. Das fand ich schon ganz cool und das war ein gutes Beispiel dafür. Und es ist auch ein gutes Beispiel für Science. Ja, einfach mal machen, einfach mal rangehen. Und es gibt unfassbar viel Content da draußen. Und dann genau in dem Moment, wo er sagt, jetzt ist die Grenze da, jetzt brauche ich vielleicht auch mehr Struktur, jetzt brauche ich vielleicht auch mal irgendwie argumentativ eine Verstärkung von außen, dann eben tatsächlich sich extern Hilfe zu holen, halte ich für ein ganz wertvolles Vorgehen. Gerade natürlich beim Operationalisieren, ne? Also Stichwort genau. MLOps, das haben wir ja ganz oft im Data Science Bereich. Ja? Ich habe ein wunderbares Modell entwickelt, das ist total toll und kann eigentlich alles, aber wie bette ich das jetzt eigentlich in meine Infrastruktur ein? Wie verzahne ich das jetzt mit meinem ERP-Tool, mit meinem BI-Tool, mit meinem Content-Management-System etc. Wie kann ich da eigentlich den Schritt gehen? Und wenn ich das geschafft habe, die Sachen, also wirklich da ineinander, dass es ineinander greift, wie monitore ich das denn? Wie kann ich denn da nachschauen, dass eben die dass ich kein Data Drift habe, also dass die grundlegenden Eingangsparameter sich nicht in der Verteilung her verändern. Ja? Wie kann ich denn darüber überwachen, dass meine Genauigkeit nicht auf einmal absinkt und ich vielleicht aktiv werden müsste? Ja? Das ist halt immer so ein großer Punkt. Aber auch da, ja klar, stehen wir mit Rat und Tat zur Seite. Ich möchte mal so ein bisschen zurück auf die Ethik. Wie weit darf Data Science denn gehen? Also es gibt ja sehr komplexe Datensets, es gibt sehr, sehr tatsächlich ja auch gerade im Marketing ein relativ gutes Tracking auch von persönlichen Informationen, mit dem man in Science relativ viel machen könnte.
Es gibt auch dieses wunderbare Bild mit Mark Zuckerberg, wo er dann mit dem Kind da steht und sagt, mein Papa sagt, du bist irgendwie kriminell, und er antwortet, der ist nicht dein Papa. Also wie weit darf Science gehen, wie weit darf künstliche Intelligenz gehen? Schwierig. Es gibt eine Grenze. Gar keine Frage. Und ich glaube, wir müssen uns ganz genau überlegen, was wir da jetzt machen wollen und ob das gut ist. Also ich kann jetzt hier an der Stelle keine allgemeingültige Definition bringen, aber ich glaube schon so, wenn es das Leben des Einzelnen einfach auch zu stark beeinträchtigt, wenn ich von Dingen ausgeschlossen werde, nur aufgrund eines Algorithmus, der nicht transparent ist, der nicht gemonitort wird, der nicht auch vielleicht, ich meine, du kommst aus dem Bankenumfeld, ne? Da wird ja alles irgendwie reglementiert. Ja, wahnsinnig. Da gibt's rauf überhaupt, und runter. Genau, da gibt es ganz viele aufsichtsrechtliche Geschichten. Und wenn ich einen Algorithmus habe, ein Modell habe, was wirklich hart also fast schon wirklich Persönlichkeit, ja, eines Menschen reingeht, da muss ich natürlich aufpassen und sagen, okay, nee, da darf kein Wildwest-Data-Scientismus stattfinden, sondern da muss ich mich zurücknehmen. Mhm. Wenn es aber, also wie hier jetzt im Business-Umfeld darum geht, dass ich gerade meine Geschäftsprozesse gut steuere, ich glaube, also natürlich müssen wir mit dem Datenschützer sprechen und auch gucken, welche vielleicht persönliche Informationen werden da benutzt und wie gehen wir damit um und wie können wir da Fairness und Bias sicherstellen. Aber ansonsten glaube ich, kann man da relativ gut anfangen und machen, ohne dass man da zu schnell an ethische Grenzen stößt. Mhm. Ja? Nur wichtig ist, es muss ein Bewusstsein, das ist genau das, was du sagst, ja, das Bewusstsein muss da sein, das ist ja aber auch in dem Kontext Datenkompetenz für mich auch ein Thema dabei. Mhm. Ja. Ich glaube, es wird sich auch mit der Entwicklung des Themas dann sehr schnell zeigen, oder? Also wo da die Grenzen sind, die auch ein Unternehmen da gehen will und wo nicht. Es gibt ja ganz viele, die mittlerweile auf Gesichtserkennung verzichten, auch als Anbieter, die sowas potenziell könnten. Das finde ich eine extrem interessante Entwicklung in dem Kontext. Aber gut, jetzt vielleicht ein harter Themenbruch, weil die Frage habe ich mir auch zurechtgelegt und Andreas hat sie im Chat gerade schon so ein bisschen angeteasert. Wie hätte denn jetzt dem FC Schalke 04 Data Science gegen den Abstieg geholfen? Das ist, ist ein Thema. wir müssen aber an der Stelle sagen, Data Science unterscheiden. Ich glaube, es gibt so drei Ebenen. Data Science im Sport allgemein. Und da rede ich jetzt vor allem natürlich im amerikanischen Sport, NFL, NBA, NHL, ja, MLS. Ich meine, wir alle kennen, glaube ich, den Film Moneyball, der so ein bisschen so eine Welle hier losgetreten hat. Da ist das sehr viel und da ist sehr viel Data Science drin und da kann man auch sehr viel machen. Da wird auch schon sehr viel gemacht. Dann ist so das Thema Fußball und da muss ich sagen, englische Clubs sind da deutlich weiter als die deutschen Clubs. Ja? Mhm. Stichwort also Liverpool, Man City, Man United, ja? Die haben alle große Teams, die sich darauf einschießen und das sind dann so Klassiker. Also die machen wirklich tolle Sachen. Die machen einmal Verletzungsprävention, ja? Mhm. Also wenn ich, und da kommen wir jetzt wieder in diese Szenario-Geschichte, ne? Wie kann ich den Spieler jetzt noch trainieren, ohne dass sein Verletzungsrisiko signifikant steigt? Wenn ich ja weiß, dass wir jetzt diese klassischen englischen Wochen haben, ja? Also dass wir alle 3 Tage ein Spiel haben. Wie kann ich da gucken, dass ich das mache? Aber auch fast schon spieltheoretische Überlegungen. Wie stelle ich gegen meinen Gegner auf? Ja, ich habe eine Zielvariable von mir aus meinen Expected Goals und kann einfach darüber nachschauen, einfach mal reingehen und mal versuchen, verschiedene Ausstellungen mal auszuprobieren und zu sagen, okay, vielleicht ist es so, ich denke, 6er XY wäre eigentlich besser, aber ne, das System sagt mir, ja, vielleicht, wenn du den nimmst, weil der eben gut gegen den anderen spielt, würde sich deine Siegwahrscheinlichkeit erhöhen.
Ja, ist natürlich eine Möglichkeit. Finde ich total spannend. Also zu sagen, was sind verschiedene Mannschaftsaufstellungen und Spielsysteme und wo kommt dann in der Summe der Szenarien das beste Ergebnis raus? Genau. Oder im Szenario Mittel? Ja, und das ist, also, und das wird tatsächlich gemacht. Und wir haben das jetzt, also gerade Manchester City, also ich habe ja erzählt, wie gesagt, wir arbeiten da mit Data Robert zusammen und die arbeiten, Manchester City und Ajax Amsterdam aus dem europäischen Fußball, die beiden Clubs arbeiten damit. Mhm. Die machen genau diese Überlegungen. Die sagen auch, ich meine, es wird ja alles getrackt. So, ich kann mir jetzt also überlegen, wenn ich einen Spielaufbau habe und ich habe jetzt meine ganzen Passstaffetten, die ich so habe im Spiel, dann kann ich mir eben genau ausrechnen, wenn ich die spiele, welche davon sind denn erfolgreich und warum? Und lohnt es sich jetzt, der Klassiker, ne, mehr über rechts, mehr über links oder durch die Mitte zu spielen? Ja? Mhm. Und dann kann ich mir eben genau solche Überlegungen anstellen. Und gerade wenn ich dann überlege, nicht nur wie müsste ich spielen, sondern wie müsste ich spielen, wenn der Gegner so und so ist. Mhm. Und ich glaube, da hast du ganz, ganz viele Möglichkeiten, ganz tolle Sachen, die du da machen kannst. Gut, sollten wir dann unseren beiden Vereinen mal mitteilen. Die krebsen ja beide in der zweiten Liga rum. Ne? Insofern darf ich mir das Schalke-Bashing da auch so ein bisschen erlauben, weil ich selber da Leidenspartner bin sozusagen. Ich finde es nochmal ganz spannend. Markus Wegener hat ja nochmal kurzen Hinweis gegeben. Wenn ich zum Beispiel einen Online-Kredit haben will, ist das dann okay, wenn da irgendwie ein Casino in meinen Browser-Cookies hängt oder in meinen Gutschriften oder in meinen Transaktionen? Gutschrift, Lastschrift, was auch immer. Darf künstliche Intelligenz so weit gehen? Darf Science so weit gehen? Da würde ich, also für mich persönlich, ich glaube, da würde ich einen Ethiker zu Rate ziehen, im Zweifel. Ja. Also wenn ich nämlich genau, das ist ja so ein Beispiel, ja, ich bin jetzt in einem Punkt, wo ich einen persönlich sehr stark betroffen bin. Auf der anderen Seite habe ich auf die Abwägung des geschäftlichen Interesses jetzt der Bank, und das ist ja der Bank in dem Sinne, Geld zu verlieren. Also da steckt ja was dahinter, zu sagen, okay, das Risiko möchte ich nicht eingehen. Ob jetzt die Casino-Schriftart im Browser, die eingestellte, relevant ist oder wir haben das ja ganz oft, wo du wohnst, ja, aufgrund des Standorts von deiner Wohnung, wie stark das Einfluss hat. Das sind wichtige, elementare Fragen, die aber wirklich dann man gemeinsam eben erörtern sollte, gemeinsam diskutieren sollte und zu einer transparenten Lösung kommt. Das ist für mich halt, glaube ich, immer so der Punkt. Wir müssen da Transparenz schaffen, dann können wir eben genau darüber diskutieren und dann können wir diese Ethik nehmen und dann im Zweifel auch mit Experten zu Rate ziehen und sich dann gemeinsam Überlegungen machen. Und wichtig ist, dass wir sehen, dass der Matthias Witzjörg abgelehnt wird, weil der die Casino-Schrift halt im Browser hat. Ja? Mhm. Dass wir diese Transparenz eben haben. Mhm. Weil ohne diese geht es halt nicht. Gut. Warum wühle ich da so drin rum und warum sind wir jetzt ein bisschen weiter abgebogen? Ich glaube, was ein bisschen deutlich wird, ne? Einerseits, um dem Ganzen mal so einen Gesamtkontext zu geben. Einerseits, ja, Data Science, erstmal bitte keine Berührungsängste, einfach mal machen, an den geeigneten Punkten dann wieder Partner dazu holen. Auch nicht dauerhaft, sondern die eher zum Coachen verwenden. Dann aber auch, es wird halt auch relativ zackig komplex. Das heißt, man muss auch so ein bisschen, glaube ich, investieren und man muss es mit einer gewissen Ernsthaftigkeit verfolgen, das Thema. Auch da gibt es dann, glaube ich, ganz, ganz viele Lernprozesse. Und zum Schluss ist man dann am Ende bei Science eben auch in Fragen der Ethik, in Fragen der guten Manieren, wollte ich mal sagen, wo man dann eben gucken muss, wo schlägt das eigene wirtschaftliche Interesse noch irgendwie die Bedürfnisse oder die Schutzbedürfnisse desjenigen oder des Sachverhalts, der ausgewertet wird, um muss man nicht auf Personen zu beziehen. Und wo ist da eben eine Grenze überschritten? Finde ich eine ganz spannende Entwicklung. Aber auch hier spannend, was sich die ganze Zeit durchzieht in jedem BI-Kontext,
Machen, machen, machen. Es ist in jedem Talk das wichtigste Thema und ist der wichtigste Punkt, um anzufangen. Und ich glaube, je länger wir an dieser Berührungsangst hier arbeiten oder die Berührungsangst hier nehmen, umso besser. Weil sonst passiert nämlich genau das, was Arthur sagt, wenn man sich so ein bisschen das anguckt, was du am Anfang gesagt hast, was man alles so für Kompetenzen braucht, Skills braucht, Technik braucht und so weiter. Dann kannst du hier alle Speaker der Woche zusammennehmen, dann hast du vielleicht einen, der geeignet ist. Und ich glaube, genau das trifft es dann nochmal zum Abschluss. Ja, wir sind so ein bisschen am Ende der Zeit angekommen. Matthias, vielen, vielen Dank. Es hat mir tierisch Spaß gemacht und auch da nochmal so ein bisschen tiefer zu gehen und so ein bisschen in die Folgen einzusteigen, wenn man sich mit dem Thema befasst. Wir freuen uns gleich auf die Podiumsdiskussion. Ich hoffe, wir sehen dich da wieder. Absolut. Und wie es bei uns so üblich ist, die letzten Worte gehören dem Gast. Ich freue mich auf die Podiumsdiskussion und lasse den Tag dann gleich nochmal Revue passieren. Wird extrem interessant, ein tolles Plenum. Insofern seid auch da noch dabei. Matthias, vielen Dank und bitteschön, die letzten Worte gehören dir. Ja, danke. Ich glaube, was ich klar machen wollte, ist, also wie das du schon gesagt hast, Leute, fangt einfach mal an. Und wir haben jetzt sehr viel über Ethik gesprochen und auch um sehr diffizile ethische Fragen gestritten. Ich bin aber auch davon überzeugt, gerade im Geschäftsumfeld, es gibt sehr, sehr viele Entscheidungen, sehr, sehr viele Probleme, die noch nicht an diese ethische Grenze stoßen, wo wir, mit dem man einfach eben anfangen kann. Da möchte ich euch alle einladen, am 10. Februar ab 15 Uhr in unseren Data Talk Meetup Online zu gehen von der Evaco. Da sprechen wir nämlich genau über nochmal KI im Unternehmen. Und da haben wir auch ganz spannend einen Kundenvortrag aus, da haben wir dann nochmal perfekt den Kundenvortrag von Kümpf und wie ein mittelständisches Unternehmen eigentlich mit Data Science umgeht und das eben selber macht. Ich bedanke mich, ich fand es total toll, hier zu sein und ja, freue mich auf die Podiumsdiskussion und auch auf die allen weiteren folgenden Vorträge. Super. Und wir sehen uns perfekt. Morgen wieder. Ciao an alle. Jo. Tschüss.